Gott. Ich entführe Sie jetzt in ein ganz anderes Thema. Wir hatten mehr Ausbildungs- und Verbandsthemen. Ich bringe Sie jetzt wieder zu den Geräten, ganz speziell zur Gerätesoftware. Was bei der Vorstellung, bei meinem Titel noch gefehlt hat, ist im IoT, also im Internet der Dinge. Und ich denke, gerade im Security-Bereich sind Sie da schon etwas weit oder haben zumindest schon sehr viel früher angefangen, die Geräte zu vernetzen. Wenn Sie mich kurz einen Blick darauf werfen lassen und Sie Ihnen zu erklären, was wir verstehen unter dem Internet der Dinge. Es ist ja immer so, dass jeder Hersteller sucht immer sein Stück von dem IoT-Kuchen, damit es für Sie einfacher ist, was unser Stück ist hier, was wir davon darunter verstehen vom IoT. Letztendlich geht es um intelligente Geräte, es geht um Aktuatoren, es geht um Steuerungen, die vernetzt sind. Die vernetzt sind und auf denen Software läuft. Vernetzt sind sie mit Backoffice-Installationen, mit Cloud. Zu welchem Zweck dient das IoT und die Vernetzung? Na, letztendlich generiere ich Daten, bereite die Daten auf verschiedenen Hierarchieebenen, auch lokal, oder ich transferiere die Daten in die Cloud und mache dann aus den Daten, erzeuge aus den Daten Informationen. Die Daten an sich, die sind ja erstmal unbewertet nicht so wertvoll. Aber wenn ich die entsprechenden Analysen auf meine Daten laufen lasse, kann ich da Schlussfolgerungen draus ziehen, die ich dann wieder zurück transferiere in die intelligenten Geräte, damit die Aktionen auslösen können. Ich habe gesagt, es kann auch auf verschiedenen Hierarchieebenen sein. Es kann also da auch sein, dass die intelligenten Geräte für sich alleine in ihrem Umfeld autonome Entscheidungen treffen. Mein Thema ist nun eben die Software, die das ermöglicht, in den Geräten und was das IoT, was das Internet der Dinge eigentlich antreibt und ja, warum das so erfolgreich wird und gerade so ein Boom-Thema auch ist. Zum einen, es gibt hier eine gewisse Business-Dynamik, es gibt eine gewisse Suche nach neuen Geschäftsmodellen. Das IoT oder das Internet der Dinge ist jetzt kein Selbstzweck. Letztendlich schauen die Gerätehersteller natürlich dahin, wie kann ich damit Geld verdienen. Und sie überlegen sich ja jetzt neue Wege, dadurch, dass die Miniaturisierung fortschreitet, dass die Geräte leichter vernetzt sind, dass die Standards auch gewachsen sind. Sie überlegen sich, wie kann ich jetzt meine Kunden besser bedienen und wie kann ich da eine neue Wertschöpfungskette aufstellen und denken darüber nach, neue Geschäftsmodelle hier zu instanzieren. Und was ist nun der eigentliche Treiber für die neuen Geschäftsmodelle? Naja, das ist der Kunde, der Endkunde, der sein Nutzerverhalten ändert. Bei Unternehmen kann man sehen, dass es einen Shift gibt von CapEx to OpEx, also von dem gebundenen Kapital zu dem Operational Kapital. Also ich bezahle nur für diese Dienstleistungen, für diese Zwecke, die ich auch wirklich benötige. Beispiele aus der Industrie, jetzt hier ein Beispiel, das auch schon sogar 20 Jahre alt ist, ist Rolls-Royce als Turbinenhersteller, der sein Businessmodell auf Druck von den Fluggesellschaften umgestellt hat, dass die Turbinen nicht mehr verkauft werden, sondern dass nur noch die Flugstunden bezahlt werden. Also eine stehende Turbine ist gebundenes Kapital, das mir als Flugzeughersteller oder als Flugzeugbetreiber, als Fluggesellschaft erstmal primär kein Geld bringt. Und hier gab es einen gewissen Marktdruck, dass man das Businessmodell hier umstellt. Nicht, dass ich die Turbine verkaufe, sondern dass ich die Betriebsstunden dieser Turbine nur mir bezahlen lasse. Und das ist eben dieser Shift von CapEx to OpEx, den man in anderen Bereichen auch sieht, zum Beispiel auch im Medizinmarkt. Wenn ein junger Arzt eine Praxis aufmachen möchte, hat er vielleicht nicht unbedingt das Kapital, dass er sich ein Röntgengerät leisten kann. Also versucht dann Medizingerätehersteller zu finden, der ihm das ermöglicht, dass er nur die Aufnahmen bezahlt. Und letztendlich die zugrunde liegende Antriebskraft, ich habe es schon verschiedentlich erwähnt, sind natürlich die technischen Entwicklungen. Es ist einfach technisch möglich, kleinste Geräte zu vernetzen. Die Geräte werden billiger, die Standards steigen, die Standards ermöglichen Interoperabilität von Geräten verschiedenster Hersteller. Sensorik nimmt zu, ich kann praktisch alle Bewegungslagen und Beschleunigungen messen.
Hier auch die Technologie ist natürlich ein Treiber für das Internet der Dinge, aber ich habe es auch absichtlich an den Schluss gestellt, ich sehe es hier nicht als den einzigen Treiber, sondern der Treiber letztendlich ist das veränderte Nutzungsverhalten und wie kann ich daraus neue Geschäftsfelder generieren. Dass die Software wichtig ist und dass die Differenzierung in der Software viel stärker voranschreitet und auch nötig ist, wird hier auch ganz gut aufgegriffen in der Aussage von dem General Electric CEO Jeffrey Immelt, der behauptet, dass die Annahme, dass da ein großer Unterschied zwischen der industriellen Welt und der Softwarewelt ist, dass die Annahme nicht länger gültig ist. In der heutigen Zeit alles ist Software, also mit alles ist Software meint er, die Wertschöpfung findet, die Differenzierung der Geräte findet in Software statt. Hardware wird stärker standardisiert, wird austauschbar und auch mit den Hardwareherstellern, mit denen wir sprechen, die bestätigen uns das. Also eigentlich die genau ihre Kernkompetenz im Hardwarebereich haben, die sagen, ohne dass wir uns um Software kümmern oder um Partnerschaften im Softwarebereich, würden wir auch vom Markt verschwinden. Also wer nur auf Hardware setzt, dem ist keine große Zukunft beschert hier. Entschuldigung. Wenn ich nun die Software in meinen Geräten, darum geht es, die Software, die differenziert mein Gerät auf dem Markt. Das Problem, das die Gerätehersteller hier haben, ist, dass sie den Wert, den sie in Software hineinstecken, in Form von Entwicklungskosten, von Testen, von Personal und bei neuartigen oder bei aktuellen Geräten ist der Entwicklungsaufwand von der Software wesentlich, also ungefähr doppelt so groß wie der Entwicklungsaufwand im Hardwarebereich. Wie kann ich mir den Wert und die Aufwendung, die ich in die Software stecke, wie kann ich mir den Wert wieder zurückholen vom Markt? Was kann ich machen, um das zu tun? Naja, eine Möglichkeit ist hier, wieder zurück zu den neuen Geschäftsmodellen, ich verkaufe die Dienstleistung, die ich mit meinem Gerät erzeuge. Also wenn wir hier uns umschauen auf der Security-Messe, wenn ich eine Kamera oder eine Überwachungsanlage habe, dann kann ich die für große Ereignisse zum Beispiel mir nur mieten und ich sage, ich bezahle für 2 Tage oder für 1 Woche. Oder ich bezahle bei einem Eintritts-, bei einer Zutrittskontrolle anhand der Anzahl der Personen, die hier durchgeht. Ich muss mir nicht das Gerät kaufen, ich brauche das nur für einen beschränkten Zeitraum. Ich versuche einen Hersteller eben zu finden, der mir das ermöglicht und der muss natürlich dann das auch abrechnen können, der muss zählen können und dem Nutzer oder dem Kunden nachweisen, wie oft das Gerät zum Einsatz kam, damit er eben dieses Businessmodell hier, das nutzungsabhängige Businessmodell etablieren kann. Eine andere Möglichkeit ist, Sie haben verschiedenste Geräte, streben allerdings an, dass, damit Sie Ihren Variantenaufwand minimieren, dass auf allen Ihren Geräten nur eine Art, ein Software-Image läuft. Und damit Sie jedes Gerät mit einer verschiedenen Funktionalität versehen können, machen Sie die Funktionen schaltbar. Und das geschieht eben zum Beispiel durch eine Lizenzierungsinfrastruktur. Und diese Lizenzierungsinfrastruktur wird auf dieser Folie vorgestellt. Hier ist Ihr Gerät in der Mitte. Auf dem Gerät ist Ihre Software, das Image mit allen Funktionen, die Sie einzeln lizenzieren können. Zum Lizenzieren benötigen Sie einen Lizenzträger. Das kann ein Software-File sein, das kann ein USB-Dongle sein, das kann aber auch ein Chip sein oder die Lizenz kann auch in der Cloud liegen. Über die Lizenz steuern Sie die Funktionalität der Software in Ihrem Gerät, liefern das zu Ihrem Kunden aus, auf der rechten Seite hier dieser schematisierte Roboter. Der Kunde kann dann die Basisvariante Ihrer Software nutzen oder er kann mit Ihnen reden und Sie können Ihnen weitere Zukaufoptionen bieten oder bei dem Pay-per-Use-Modell. Er nutzt einfach die Funktionalitäten in der Software, Kamera, Zugangskontrolle und hat da eben eine nutzungsabhängige Gebühr zu bezahlen. Was Sie auch noch bekommen von dem Gerät, ist, wie stark werden welche Funktionen genutzt. Eben hier zum einen für Ihr Produktmanagement, wie erfolgreich ist Ihre Funktionen, die Sie getrennt verkaufen. Mit Enablement ist gemeint Einschalten und Ausschalten von den Funktionen und Upgrades. Natürlich Software altert, Software
ist und unterliegt natürlich gewissen Alterungserscheinungen, gerade im Security-Bereich, dass sie da mit den Patches nachziehen müssen und die Software auf den neuesten Stand bringen. Deswegen ist hier natürlich auch ein Zugang, ein Upgrade-Zugang vorgesehen. Das Gerät wird dann ganz von der rechten auf die linke Seite mit dem Backoffice vernetzt. Das Backoffice ist ihre zentrale Management-Instanz, wo sie genau das kontrollieren, welche Funktionalitäten es sind freigeschaltet, wie ist die Nutzung der Funktionen und wo sie eventuelle Software-Upgrades antriggern. Die Backoffice-Instanz heißt Entitlement Management System, ist natürlich verbunden mit ihrem Customer Relationship Management und mit ihrem Enterprise Resource Prozess, zum Beispiel SAP, damit sie auch Zugriff auf ihre Kundendatenbank haben und dann hier auch die Kunden mit den Geräten und der Funktionalität verbinden können. Wenn man das Ganze hier geschlossen sieht, welche Komponenten sind hier noch nötig? Letztendlich können Sie damit eine automatisierte Lösung erreichen, ähnlich eines App Stores, wo Sie Funktionen über einen Webshop Ihrem Kunden anbieten. Der kann über Ihren Webshop die Funktionen kaufen, bekommt parallel eine Rechnung zugeschickt und die Freischaltung der Funktionalität auf dem Gerät geht ebenso gleichzeitig. Deswegen bieten wir hier über Partner kommerzielle Bezahllösungen an. Und in der unteren Zeile sind nochmal die Komponenten unserer Lösung gezeigt. Entitlement Management ist die Backoffice-Komponente, Usage Tracking, Sie sehen, was Ihr Kunde macht. Security Protection, das ist die Funktionalität in dem Device, die das ermöglicht. Damit komme ich auch zu den Geschäftszielen, die der Kunde erreichen möchte. Angesichts der Zeit gehe ich hier ein bisschen schneller drüber. Eine weitere Funktion, die auch noch ganz wichtig ist, ist natürlich ein Kopierschutz. Sie können durch Software-Lizenzierung auf Ihrem Gerät erreichen, dass das Image nicht auf ein anderes Gerät kopiert werden kann. Das ist genau dann auch wichtig, wenn Ihre Kunden verschiedene Funktionalitäten von Ihnen erworben haben und Sie nicht möchten, dass die 1:1 auf ein anderes Gerät übertragen werden, sondern dass die wirklich gerätespezifisch nur vorhanden sind. Auf dem Gerät, auf dem der Kunde bezahlt hat, hat er die Funktion, die er nutzen kann. Wenn er es auf dem anderen Gerät möchte, soll er es dann auf dem anderen Gerät natürlich auch kaufen. Genau. Einige von den Punkten habe ich schon erwähnt. Sie können natürlich auch zeitbasierte Geschäftsmodelle anbieten. Er nutzt die Funktion bloß für 30 Tage, dann ist er abgeschaltet. Das bringt mich zu meiner letzten Folie. Was sind hier die wichtigen Punkte, die Sie mitnehmen können? Das Nutzerverhalten und Ihr Kundenverhalten und die Ansprüche, die Ihre Kunden an Ihre Geräte haben, ändert sich. Sie stellen sich besser auf, wenn Sie dem leichter entsprechen können, wenn Sie auf Ihre Kunden zugehen und mit Ihren Kunden sprechen, wie Sie am besten Ihr Geschäft machen. Das geht einher mit einer Business-Transformation, ein ganz wichtiger Punkt im Internet der Dinge. Internet der Dinge ist kein technischer Selbstzweck, sondern es generiert Ihnen neues Business. Und genau, es generiert Ihnen neues Business. Damit schließe ich meinen Vortrag. Sie können gerne im Anschluss noch zu mir kommen. Wir können einige Punkte vertiefen. Wir sind hier auch in der Halle vertreten, Halle 7, H18. Da können Sie von den berühmten Gemalto-Gummibärchen testen oder mit unserer Rennbahn spielen und auch an dem Gewinnspiel teilnehmen. Vielen Dank, wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.